Das Wirtschaftsministerium, die EU-Kommission hat heute ihre Wachstumsprognose für Deutschland 2024 nochmal gesenkt auf 0,1%. Jetzt ist gar nicht so lange her, dass Herr Habeck in diesem schönen Saal eine Prognose von 0,2 bis 0,3% sozusagen dargelegt hat. Da würde mich interessieren, wie erklärt denn das BMWK diesen Unterschied zwischen 0,1 EU-Kommission, 0,2, 0,3% des BMWK? Und ja, also erstmal kann man ja festhalten, dass wir da relativ nah beieinander liegen. Und ich kenne jetzt die Methoden der Kommission nicht. Wir haben unsere eigenen Methoden, eben diese Prognosen zu erstellen. Und das ist ja ganz üblich, dass man da teilweise, es gibt ja verschiedene Prognosen, die von verschiedenen Stellen erhoben werden und erstellt werden, dass die nicht immer alle auf einer exakten Linie liegen. Aber wie gesagt, weit auseinander ist das ja nicht. Zusatz? Ja gut, das sind unter Umständen 0,2%. Das ist bei einer Volkswirtschaft wie Deutschland ja schon relevant, aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie dabei bleiben, Deutschland wird zwischen 0,2 und 0,3% Wirtschaftswachstum in diesem Jahr erreichen? Unsere aktuelle Prognose ist die Frühjahrsprognose und bei den Zahlen bleiben wir. Gibt es weitere Fragen?